liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu diesem Digitalk, der auch diesmal wieder im Rahmen des EBMOOC Focus stattfindet, unseres großen offenen Online-Kurses, der jetzt in der zweiten bzw. schon in der dritten Woche läuft, mit momentan etwas über 1300 Kolleginnen und Kollegen aus der Erwachsenenbildung. Mein Name ist Birgit Aschemann von Conedu und ich bin heute für die Moderation zuständig und darf heute den Rahmen gestalten für drei tolle Inputgeber, Geberinnen, die wir gewinnen konnten. Und für Sie alle, ich freue mich immer, dass wir so eine große Gruppe von Interessierten hier versammeln können, weil das einfach bedeutet, dass wir thematisch das treffen, was Sie sich wünschen. Und ich möchte uns auch gar nicht zu lange aufhalten mit Housekeeping-Hinweisen vorweg, aber das Wichtigste muss doch vorausgeschickt werden. Ganz wichtig mir immer zu sagen, ganz am Anfang, ist ein herzliches Danke an unseren Fördergeber, das österreichische Bildungsministerium, das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, das uns die Arbeit im Bereich DigiProf und diese DigiTalks ermöglicht, ebenso wie den EBMOOC. Und herzlich danke dafür. Auf die Aufzeichnung ist schon hingewiesen worden. Sie haben ja durch Ihre Teilnahme zugestimmt und wie gesagt, sollte jemand sich gestört fühlen, davon sichtbar zu sein, dann bitte einfach jetzt die Kamera ausschalten. Der Chat wird ja nicht mit aufgezeichnet, also man kann einfach auch immer anonym mitchatten. Und bitte nutzen Sie das jederzeit gerne intensiv. Es gibt diesmal auch wieder für alle, die es brauchen und die wirklich was damit anfangen können, eine Teilnahmebestätigung für alle, die bis zum Schluss dabei sind. Das ist eben tatsächlich wirklich nur für die möglich, die das ganze Webinar über mit uns verbringen. Und wenn Sie die haben wollen, dann müssten Sie bitte eben bleiben bis zum Schluss, hier jetzt mit Ihrem echten Namen dabei sein und ganz am Ende einen ganz kleinen Fragebogen ausfüllen. Dann kriegen Sie diese Teilnahmebestätigung von uns zeitnah zugeschickt. Für den EBMOOC Fokus ist es aber nicht notwendig. Also den EBMOOC kann man auch abschließen ohne Teilnahmebestätigung für das Webinar. Gut, ich habe versprochen, uns nicht lang aufzuhalten. Es geht heute um Tipps und Tricks von Profis zum Thema Live-Online-Didaktik. Und normalerweise kommt an diesem Punkt eine kurze Hinführung zum Thema des Webinars. Das Thema ist Live-Online-Didaktik und die Hinführung kann ich mir tatsächlich ersparen, denn Corona mit den Lockdowns war die intensivste Hinführung zur Live-Online-Didaktik, die wir uns je hätten vorstellen können für die Erwachsenenbildung. Also das hat uns sowas von hingeführt, dass wir live online zurechtkommen müssen mit der Situation, gut didaktisch zu arbeiten. Sie alle wissen, worum es geht. Sie wissen auch sicherlich überwiegend, wie es geht. Wir haben jetzt heute drei Personen hier, die besonders gut wissen, wie es geht und die einfach so in ihre Tipps- und Trickskiste greifen und mit uns einfach teilen, was sie uns da auch weitergeben können an Hinweisen und was sie uns empfehlen können. Und ich darf die drei in Kürze anhand von Steckbriefen vorstellen, bevor wir dann ins Arbeiten gehen. Wir haben heute hier bei uns Anja Röck, die in der digitalen Personalentwicklung tätig ist, Live-Online-Trainings und Webinare anbietet und Weiterbildung für E-Trainer, Trainerinnen in ihrem Portfolio und ihrem Programm hat. Ich habe mir erlaubt, da unten einen Buchtitel dazu zu schreiben, der eigentlich so für ihr letztes oder vielleicht sogar schon vorletztes Werk steht, Variier meine Webinarmethoden. Ich glaube, das ist für viele von uns irgendwann einmal aufgetaucht oder sichtbar geworden, dieses Buch. Ich denke, damit hat sie einfach einen ganz wesentlichen Beitrag für die Arbeit in unserem Feld geleistet. Und wenn ich von diesem Buch und von Anja Röck spreche, dann ist es naheliegend, gleich auch über David Rötler zu sprechen und ihn vorzustellen. Nicht, dass man ihn in Österreich groß vorstellen müsste, aber er hat an diesem Buch auch mitgearbeitet. David Rötler ist Erwachsenenbildner, Universitätslektor und Berater und wünscht sich heute einen interaktiven, experimentellen Workshop und wird auch mit dafür sorgen, dass wir den haben werden. Und erinnert uns daran mit einem Heraklit-Zitat, dass die einzige konstante Veränderung ist. Ja, wir wissen das, es tut uns aber gut, immer wieder mal daran erinnert zu werden. Last but not least, ich bin alphabetisch vorgegangen beim Vorstellen, haben wir jetzt heute bei uns Michael Ziereis,
der Trainer im Bereich Trainer ist und dessen Steckenpferd der Einsatz von digitalen Mitteln ist, um Wissen wirksam weiterzugeben. Und ich konnte das mit ihm auch schon intensiv erleben, wie gut das gelingen kann. Er entwickelt auch Erklärfilme und E-Learnings, wenn er nicht gerade trainiert. Und wenn er dann noch immer Zeit hat, hat er uns verraten, geht er in den Wald Holz hacken, ganz analog. Also das gibt es auch. Und ein herzliches Willkommen an dieser Stelle noch einmal und einen herzlichen Dank an unsere Podiumsgäste. Wir halten das an dieser Stelle so kurz und ich möchte gleich die Frage ins Publikum richten, die Frage an Sie richten, wer denn eigentlich da ist. Sie kennen das schon bei unseren Webinaren, bei unseren Digitalks. Wir haben immer ganz gern am Anfang so eine ganz kurze Umfrage dazu, in welchem Bereich Sie tätig sind. Und wir machen das auch heute wieder so, weil das einfach hilfreich ist für die Referierenden oder die, die etwas vorzustellen haben, zu wissen, was ihr Hintergrund ist. Und ich bitte den Technik-Support, die erste Umfrage einzublenden, sodass Sie dann auch abstimmen können bzw. einfach Bescheid sagen können. Und die Umfrage läuft schon. Und ich sehe, dass jetzt schon ein Drittel teilgenommen hat, 50%, 60% haben teilgenommen. In welchem Bereich der Erwachsenenbildung sind Sie denn überwiegend tätig? Sind Sie überwiegend tätig? Ein bisschen können wir noch warten bis zum Freischalten. Und jetzt haben wir schon 90%. Ich glaube, wir können die Ergebnisse der Umfrage sichtbar schalten für alle. Und ich bitte den Support. Dankeschön. Sehr schön. Also wir sehen, das hat man in letzter Zeit öfter, ja, dass wir doch ein Drittel aus dem Bildungsmanagement haben. Und dann diesmal aber auch fast 50% zusammengezählt, wenn ich mir das erlauben darf, selbstständig in Erwachsenenbildung oder Kursleitung in einer EW-Einrichtung, also schon auch ein Schwerpunkt im Bereich Training. Und das kann ich mir gut vorstellen, für Sie passt das dann sicherlich auch sehr, sehr gut, weil es ja wirklich auch letztlich um Tipps und Tricks fürs Training geht, die aber auch sehr wichtig fürs Bildungsmanagement sind, weil es einfach immer hilfreich ist, zu wissen, was man operativ macht, um das auch gut zu planen. Ja, vielen lieben Dank dafür. Und eine zweite Frage haben wir auch noch vorbereitet. Die möchte ich gleich einfach nachschicken. Und da geht es jetzt wirklich schon so um das Thema für heute. Um die heutige Veranstaltung. Und das ist die Frage, wo Sie eigentlich in Live-Online-Veranstaltungen die größten Herausforderungen erleben. Also was sind für Sie in Live-Online-Bildungsveranstaltungen für Sie selber aus Ihrer Erfahrung die größten Herausforderungen? Also was ist am schwierigsten? Ist es die Aktivierung? Ist es die anschauliche Darstellung? Ist es eine informelle Situation im Webinar? Oder ist es ganz was anders? Und wenn es was anders ist, dann bitte ich um eine Antwort im Chat. Und ich sehe da auch schon, da kommen einige Antworten im Chat herein, die wirklich nicht zu diesen Themen passen, die wir da vorgegeben haben. Ich sehe aber auch, dass schon über 80% angeklickt haben. Wir warten noch ein bisschen, bis wir wirklich alle Ergebnisse haben. Ja, ich sehe gerade im Chat, online dauert alles viel länger als live, genau. Lange Veranstaltungen sind auch ein Thema, Contententwicklung, Didaktik ist natürlich ein Thema. Wir haben natürlich da ein bisschen willkürlich Schwerpunkte gesetzt mit diesen vier Fragen. Ich bitte mal darum, dass wir die Umfrageergebnisse freischalten, also die Umfrage beenden und die Ergebnisse freischalten. Und es ist doch wirklich so, dass viele das Thema Aktivierung so ein bisschen als Herausforderung mit sich herumtragen. Das haben wir ja auch erlebt so im letzten Jahr. Das ist wirklich nicht so leicht. Ja. Wie mache ich das, dass die Leute nicht nur ins gemütliche Zuschauen verfallen und tatsächlich auch aktiv bleiben? Und das nächste Thema, das dann schon relevant ist, sind informelle Situationen und dann auch gleich die anschaulichen Darstellungen. Also ich glaube, das ist eh wirklich gut, was wir vorbereitet haben. Da passt es dann wirklich gut dazu. Und natürlich gibt es noch ein paar andere Herausforderungen. Gell? Strukturieren, Langatmigkeit, unterschiedliche Anwendungskenntnisse, genau die große Heterogenität. Da kann ich einfach nur zustimmen. Das ist tatsächlich, also
Ich würde sagen, wir leben das genauso. Jetzt mal ein bisschen pauschal. Ja gut, danke dafür, dann wissen wir auch da, was Sie beschäftigt, was Sie umtreibt. Und diesmal haben wir ja eine Veranstaltung, wo wir drei Schwerpunkte hintereinander schalten. Das heißt, es muss sich niemand entscheiden. Wir werden sozusagen hintereinander alle drei Themen behandeln können. Wir werden uns jetzt als allererstes mit dem Thema Aktivierung und Abwechslung in Live-Online-Veranstaltungen beschäftigen können. Und dafür wird jetzt Anja Röck sich mit uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und uns zeigen, was eigentlich alles möglich ist, auch innerhalb, glaube ich, soweit du uns verraten hast, auch innerhalb eines Videokonferenzsystems. Und ich übergebe da einfach an dich, liebe Anja. Ja, danke schön, Birgit. Soll ich jetzt die Umfrage wegklicken, weil sie ist immer noch zu sehen bei mir? Oder macht das jemand von euch? Kannst du bei dir einfach okay. zu machen. Okay. Ich wollte jetzt nur nicht ein... Genau, weil ich bin irgendwie Co-Host und wenn ich sie zumache, geht sie wieder auf. Okay, jetzt ist sie weg. Gut. Okay. Ja, von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen in die Runde. Es werden immer mehr. Meine Güte, ich bin völlig begeistert, dass so viele Leute da sind. Und Aktivierung bedeutet ja aktiv sein und deshalb will ich Ihnen natürlich ein paar Sachen ja, mitbringen, erzählen, aber sie eben auch aktiv sein lassen. Und ich habe eine Präsentation für Sie. Und jetzt muss ich bloß die richtige noch aufmachen hier. So. Ja, Methodenvielfalt, Aktivierung. Was habe ich mit Ihnen vor, aktiv ankommen? Weil damit fängt es nämlich meistens schon an. Wie können wir denn rückmelden an die Teilnehmenden, wie wir mit ihnen arbeiten wollen die nächste Zeit? Das fängt mit dem ersten Eindruck an und wenn der erste Eindruck schon so ist, dass ich viel erzählen werde und Sie sich in die Konsumposition begeben dürfen, dann hat es wesentlich damit zu tun, wie ich eben mit Ihnen umgehe. Also warum und wie Aktivierung und verschiedene Methoden. Und das möchte ich nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch machen. Also deshalb nochmal, genau, da sind noch die Bücher, Birgit. Die finden Sie auch im Handout. Das kann ich, glaube ich, nachher über den Textchat noch verteilen, wenn es noch mehr hat. Ein Podcast gibt es auch noch von mir. Und aktiv sein, den Textchat, wissen Sie ja, dass es den gibt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele von Ihnen sich regelmäßig in Zoom bewegen. Es gibt ja noch viel mehr. Also es gibt ja auch die Feedback-Buttons zum Beispiel. Also unten über die Reaktionen, dass Sie mal, suchen Sie sich doch mal ein Smiley aus, irgendeinen von diesen lachenden Herzchen oder sonst irgendwas, dass wir einfach mal sehen, was es so alles gibt. Genau. Und wenn Sie nebenher dann auch noch unten auf Ihrer Liste die Teilnehmendenliste aufgeklickt haben, dann können Sie die alle so in der Übersicht sehen, was es so alles an Möglichkeiten gibt an verschiedenen Stellen. Und allein durch das hier schon haben wir wieder so eine Möglichkeit zu versuchen, so ein bisschen vielleicht die Körpersprache auszugleichen und die dafür zu nutzen. Also nutzen Sie das, was der virtuelle Raum Ihnen anbietet. Zeigen Sie das einfach auch. Ja, im Textchat könnte ich das natürlich auch einblenden. Da haben Sie recht, Frau Munding. Also ein Fragezeichen, ein überlegender Smiley im Textchat ist natürlich auch sowas. Das hängt manchmal von der Tastatur ab. Wenn wir nicht in Zoom sind, sind es so, auch so Varianten, wo man machen kann. Also denken Sie an die, denken Sie an den Textchat und jetzt kommen, okay, jetzt gebe ich Ihnen noch kurz Zeit. Welche finden Sie noch im Textchat, die Sie besonders anmachen? Dann dürfen Sie sich gerade spielerisch, genau, auch die Erwachsenen wollen nämlich gern spielen, immer. Also Sie dürfen noch ein bisschen spielen. Und Sie sehen, allein auf die Art und Weise könnten wir schon, was passt denn gerade, wir machen das mal anders. Ich mache mal kurz, warten Sie, geben Sie mal kurz eine Chance. Ich mache kurz eine Markierung rein und jetzt nehmen Sie bitte eins, was zu Ihrer Stimmung gerade passt. Suchen Sie mal eins, was zu Ihrer Stimmung gerade passt. Jetzt im Moment einfach gerade. Schauen wir mal. Oh, große Augen, Sonnenbrille. Da hat jemand Schnupfen, aber es sind viele Smileys, die lächeln. Oh, jemand tanzt. Herzchen
Und Smileys, die lachen. Also allein auf die Art und Weise können wir schon, jetzt mit so einer großen Gruppe ist es natürlich schwieriger, aber wenn Sie kleinere Gruppen haben, können Sie ja dann direkt ansprechen. Warum haben Sie diesen Smiley gewählt? Warum hast du diesen Smiley gewählt? Also da eben rauszufinden, was steckt denn dahinter? Vor allen Dingen, wenn ungewöhnliche Smileys gewählt werden, wie jetzt zum Beispiel das Auge, das wir gerade sehen, oder eben auch den Delfin, der drin war, oder das Tanzen auch zum Beispiel. Wir könnten ja in verschiedene Richtungen variieren. Wir könnten dadurch ja unsere Hobbys sichtbar machen oder solche Dinge eben auch. Also sich da eben genau zu überlegen, was könnte man versuchen rauszufinden und wie könnte man dieses Socializing, das Sie ja auch angesprochen haben, dieses Informelle in dem Webinar deutlich machen. Also allein dadurch haben wir schon verschiedene Möglichkeiten. Eine Variante, die ich sehr gerne wähle, ist das, was Sie jetzt auf der Folie sehen, nämlich welche Farbe passt zu Ihnen. Ich würde Sie jetzt mal bitten, dass Sie, ich glaube, es gibt die Farben auch bei den Smileys. Ich gucke gerade mal. Vielleicht finden Sie da eine Farbe. Wenn ich solche Smileys nicht habe im Textchat, dann wähle ich, also das ist meine Hintertür in Anführungszeichen, um ein bisschen mehr rauszufinden. Wenn Sie jetzt weniger wären, würde ich Sie ans Mikrofon lassen. Also in Form von, welche Farbe passt heute zu Ihnen und warum? Da kommt ganz oft so blau, weil ich heute entspannt bin oder blau, weil ich müde bin. Ich erfahre dadurch ein bisschen mehr als nur, wie geht's euch heute? Ja, gut, geht's so. Also wir sehen im Textchat ganz viele verschiedene Farben, die ausgewählt werden in Verbindung dann auch noch mit Figuren, also ein grüner Baum oder das rote Ahornblatt und ein grünes Herz, weil neugierig zum Beispiel. Also Sie sehen, es ist auch mit größeren Gruppen, ist es möglich. Das Wichtige ist natürlich, jetzt muss ich mich kurz mal räuspern, Moment. Es ist möglich, ein bisschen mehr zu erfahren. Also ein bisschen, was den Leuten oft selber erst bewusst wird, wenn sie es aussprechen. Das, was wir in der Präsenz wahrnehmen würden, wenn wir die Leute zur Tür reinkommen sehen und sie irgendwie gehetzt aussehen oder ja, so als wären sie müde oder als wären sie erkältet oder so, was man ja zurzeit gerade nicht tun sollte. Aber also so dieses Wahrnehmen zwischen den Zeilen. Eine Frau Krempel hebt die Hand. Danke vielmals für den Hinweis. Möchten Sie am Mikro eine Frage stellen dazu? Weil bei mir steht Klim und nicht Krempel. Frau Krempel, Frau Krempel, möchten Sie ans Mikro oder war die Hand so? Dann jetzt geht's. Jetzt geht's. Nein, ich habe es nur ausprobiert. Okay, dann dürfen Sie sie gerne wieder runternehmen. Ja, okay. Okay, dann habe ich noch eine Frau Klim. Ist das noch eine Frage oder ist es auch nur ausprobiert? Das ist auch nur ausprobiert. Okay, dann dürfen Sie sie, hören Sie, dann mache ich das so wieder runter. Okay. Also. Man kann es variieren mit großen und kleinen Gruppen. Man kann es variieren, ob ich es in den Textchat reinschreiben lasse oder ob ich die einzelnen Personen ans Mikrofon lasse. Und wir haben in dem Zuge, also ich mache es gerne in der Kombination am Mikrofon, gerade bei Gruppen, sagen wir mal so bis 10, 12 Personen, jeder einen Satz, weil auf die Art und Weise ist es völlig normal, dass ich von Anfang an ans Mikrofon gehe. Und wenn es nur für einen kleinen Satz ist, ohne dass es irgendwas Besonderes sein muss. Also, Aktivierung hat was damit zu tun, wie ich sozusagen in den Wald hineinschreie. Und wenn ich von vornherein zu verstehen gebe, bei mir darf man nichts machen oder mir soll man nur zuhören, dann gewöhnen sich die Leute daran. Jetzt haben wir hier drin ja noch eine andere Möglichkeit, nämlich wir haben die Möglichkeit, das Whiteboard drüber zu blenden. Das gibt es in anderen virtuellen Räumen ja auch. Wenn ich die Präsentation hochlade, gibt es auch ganz oft die Möglichkeit, dass man ein Whiteboard drüber blendet. Jetzt sehe ich, dass noch jemand sich zu Wort gemeldet hat. Da gehe ich jetzt davon aus, dass es eine richtige Wortmeldung ist. Frau Utrich. Ja, hören Sie mich? Ja. Ich finde diese Smileys, also das wäre ja im Chat ganz unten drin, wo man reinschreibt, dass da diese Smileys sind, ne? Ja. Die finde ich nicht. Die sind bei mir nicht drin.
Es kommt auf das Zoom an. Wann haben Sie Ihr Zoom zum letzten Mal aktualisiert? Das könnte daran liegen, ja. Daran liegt es meistens. Ja, okay, dann weiß ich Bescheid. Genau. Vielen Dank. Okay. Gut, dann nehme ich die Hand mal wieder runter, damit ich das im Blick habe. Okay. Das Überblenden des Whiteboards, das ist sowas, was der Moderator in Zoom freigibt. Das ist je nach virtueller Raum verschieben. Und deshalb möchte ich das, also wenn Sie das dann haben, sieht es oben so aus, dass Sie es kommentieren. Also so wie dieser Bildschirm aussieht in dem Moment, wo ich das Whiteboard aktiviere, werden Sie dann das hier finden. Und dann können Sie zum Beispiel, Moment, jetzt habe ich die Kommentierung angeschaltet und Sie können oben auf das Stempeln gehen und mal stempeln. Wie viele verschiedene virtuelle Raumsoftware kennen Sie denn? Ich nehme an, Sie sind nicht nur in, also Sie müssen mit Ihrem Maus ganz nach oben fahren und dann blendet sich was runter und dann gibt es da mehr und bei mehr können Sie das Kommentieren einschalten. Klappt das? Sonst muss ich meinen Co-Host fragen, ob ich noch an irgendwas denken muss oder meinen Host fragen. Nein. Annotation ist nicht, oh, echt nicht, Frau Kulmer, das hatte ich eigentlich gedacht, okay. Oh. Ich melde mich einmal kurz aus dem Hintergrund. Ja. Es ist möglich, es ist nur bei Zoom seit kurzem so, dass man das aktivieren muss. Das heißt, Sie müssten einmal kurz bei Ihnen die Annotation erlauben, das kann ich leider für Sie nicht machen und dann funktioniert es. Jetzt, gleich. Aber jetzt. Ist doch direkt ein super Beispiel. Ja, danke schön, Frau Schröder. Das ist immer das, wie es, aber jetzt geht's. Okay, also jetzt müsste es gehen. Genau, versuchen Sie mal nicht Ihrem Spieltrieb nur den Raum zu geben, sondern einen Stempel zu benutzen und mal zu klicken an die Stelle, wie viele verschiedene Whiteboards Sie kennen, virtuelle Räume Sie kennen, vor lauter Whiteboards. So, 1 bis 2, aber auch viele 3 bis 4. Und es gibt auch ein paar, die mehr als 5 kennen. Frau Jung, Sie müssen mit Ihrer Maus ganz nach oben fahren und dann klappt sich so ein Menü von oben runter. Und dann sehen Sie das, was Sie jetzt hier unten auf der Folie noch sehen. Also das, was hier zu sehen ist. Bei mir geht gar kein Menü. Okay. Das ist dann Zoom-Version. Könnte auch wieder eine Frage sein, ja? Okay. Also das daran könnte es natürlich auch noch liegen. Das dürfen Sie mal sich überlegen, Frau Finzi, wo Sie stempeln, wenn Sie genau 5 kennen. Also, Sie sehen, es gibt die verschiedensten Raumsoftwaren und jede Raumsoftware ist natürlich ein bisschen anders und Sie merken es auch, man sollte möglichst eine aktuelle Raumsoftware haben und dementsprechend sich damit auch auskennen und die Teilnehmenden auch einführen. Also so wie ich das jetzt heute mit Ihnen mache, dass ich gleich alles mit Ihnen ausprobiere, was es hier so gibt, das ist sowas, was ich am Anfang eher langsam einführe, damit es mit allen auch funktioniert. Jetzt habe ich gerade eine Wortmeldung gesehen gehabt, die ist jetzt wieder runtergegangen von der Hand her. Also dementsprechend führen Sie Ihre Leute langsam hin, aber führen Sie sie hin. So, also wir haben die verschiedensten virtuellen Räume. Dann stoppe ich das gerade mal wieder, dass Sie noch was draufschreiben können. Also es ist ein schönes, buntes Bild. Was sich für sowas übrigens auch ganz toll anbietet, ist, dass Sie, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie können mal ja, Moment, ich mache mal die Feedbacks hier alle weg, über Ihren Feedback-Button grüne Haken oder also ja oder rote Kreuze, nein, ob Sie so mal nach Zahlenbilder kennen, wo man so als Kind verbindet die 1 und die 2 und die 3 und die 4 und so und dann irgendwie Bilder draus entstehen. Können Sie das mal grüne Haken setzen, um zu sehen, ob Sie das kennen? Okay, also ich merke schon. Jeder, der mal Kind war oder Kinder hat, kennt solche Bilder. Solche Bilder finden Sie im Netz, ganz viele. Und wenn Sie die
versuchen Sie ein bisschen vielleicht abstrakte Bilder zu finden oder so und blenden Sie die ein, machen Sie das Whiteboard auf und lassen Sie die Leute mit verschiedenen Farben malen und sagen Sie denen, sie sollen nicht alle bei der Ziffer 1 anfangen, sondern an verschiedenen Stellen. Ich habe so ein Bild, da ist ein Käse drauf, das man wirklich erstmal nicht erkennen kann und dass die Leute dann mit der Zeit das entwickeln und es ist immer ganz spannend und meistens geht dann auch noch der Spieltrieb los und dann sieht das Bild so ähnlich aus wie das hier. Ist eine tolle Möglichkeit, um hinterher dann einen Screenshot zu machen und das zum Beispiel ins Forum zu packen oder hinterher nochmal zu verschicken oder so. Es ist auch eine tolle Möglichkeit für Sprachunterricht, weil ich vorher Sprachunterricht gelesen habe. Sie können auf die Art und Weise, können Sie sich ja unterhalten über das Bild dann auch. Also Sie finden verschiedenste Einstiegsmöglichkeiten durch diese kleine Aktion, wo dann jemand noch was erzählt. Die Fragezeichen, Frau Zechner, vielleicht können Sie die Frage noch reinschreiben oder Sie gehen kurz ans Mikrofon, weil die Fragezeichen allein verstehe ich gerade leider nicht. Das mit dem Häkchen habe ich jetzt nicht verstanden und dass es ein Bild ergeben soll. Also wenn Sie, es gibt manchmal so Bilder, wo da steht eine 1 und da steht eine 2. Ich male das gerade mal dahin und da steht eine 4 und eine 5 und da steht eine 6. Und dann nimmt man sich, dann gibt es so Malen, ich male das gerade so ein bisschen hier drauf und daraus entsteht dann manchmal ein Bild. Malen nach Zahlen, Zahlendiktat, ja, ich weiß nicht, wie es in Österreich heißt. Ja, das verstehe ich schon, ja. Und, okay. Und was macht man damit? Genau, und das zeigen Sie dieses Bild, ohne dass es ausgefüllt ist und lässt die Teilnehmenden am Anfang Socializing miteinander dieses Bild entwickeln. Jeder darf malen. Und dann kann man sich darüber unterhalten, was sich daraus entwickelt hat. Also ist eine Aktivierung. Frau Schneider. Ja, ich lasse meine Leute oft am Anfang frage ich, was sehen Sie, wenn Sie rausgucken und malen Sie das aufs Whiteboard? Das ist immer sehr unterhaltsam. Ja. Und alle haben nur ganz kurz Zeit. Ja, vor allen Dingen, was ich in dem Zusammenhang schon erlebt habe, ist, dass einer uns gegenüber die Eisdiele beschrieben hat und wie toll die ist. Und wir dann darüber diskutiert haben, wer welches Eis am liebsten hat. Auch wieder Gemeinsamkeiten entdecken. Das ist Aktivierung auf der einen Seite und miteinander in Beziehung treten und ein Gefühl für den anderen entwickeln. Das ist eben sowas, was wir wirklich bewusst hier im virtuellen Raum aktivieren müssen als Trainierende oder als Lehrende, was nicht von alleine passiert. Also das mit dem, was siehst du, wenn du aus deinem Fenster siehst, ist auch so eine begehrte Methode. Ah ja. Der Herr Rutkowski hat Ihnen Malen nach Zahlen Erwachsene einen Link reingepostet. Also das ist sowas, was Sie zum Beispiel machen können. So, jetzt muss ich ich muss es erst noch löschen. Moment. Alle Zeichnungen. Gut. Also dementsprechend lassen Sie den wirklich Raum. Ich habe Ihnen eine verbindende Meditation ist auch eine Möglichkeit, ja, definitiv. Also haben Sie verschiedene Varianten. Ich habe Ihnen hier so ein paar Vorteile von der Aktivierung, die Sie vermutlich alle selber kennen, mal aufgelistet. Die dürfen Sie gerade so mal mit den Augen runterlesen. Was ist denn ein spezieller Vorteil, der Ihnen noch einfällt, warum Ihnen Aktivierung und Interaktion im Webinar so wichtig ist? Den dürfen Sie gerne in den Textchat reinschreiben. Also einfach so als Ergänzung auch nochmal. Was ist denn, weil Sie haben das ja angegeben am Anfang, dass gerade Aktivierung Ihnen oft zu kurz kommt. Die Teilnehmenden erreichen, lachen gemeinsam. Ankommen, Sinnstiftung. Ja, auch Erwachsene spielen gerne, stimme ich zu. Abschalten, vermeiden, Motivationssteigerung. Man fühlt sich nicht so allein, man kriegt Rückmeldung, man ist im Gespräch miteinander, ganz genau. Spiel dich schlau, richtig. Also ganz viele wichtige Punkte, die Sie in dem Zusammenhang ansprechen, definitiv. Und jetzt
von Anfang an was aktiv machen. Also ich bin nicht nur da zum Zuhören oder sowas. Hat jemand von Ihnen mal Lust, am Mikrofon laut zu denken? Es geht nicht um richtig oder falsch, was Aktivierung für Nachteile haben kann. Dann melden Sie sich doch bitte zu Wort. Es wäre echt super, wenn wir ein, zwei Wortmeldungen hätten. Frau Spari, gerne. Die Zeit damit verloren. Und durcheinander. Ja, ist ein wichtiger Faktor, da haben Sie recht. Noch jemand? Herr Traxler. Ja, also ich bin noch unterwegs, Entschuldigung, wenn es laut ist. Ja, im Hintergrund, also wenn die Gruppe sehr groß ist, hatte ich schon, dann gehen die alle verloren, sobald du meiner Meinung nach keinen Kontakt mehr mit ihnen hältst und ein bisschen freilässt. Das stimmt, da haben Sie auch recht, ja genau. Dann habe ich jemanden, der Marc heißt. Ja, schönen guten Tag, Marc Bellersen. Irgendwie habe ich nur den Vornamen, ich will nicht inkognito bleiben. Ich kann, wenn jetzt bei so einer Methode nicht gleich alle die Methode kennen, also zum Beispiel nicht finden, wo finde ich die Pfeile oder die Smileys oder wo muss ich jetzt klicken, also ungeübte Teilnehmer, Teilnehmerinnen, oder wenn, so wie eben, vielleicht aufgrund verschiedener Softwareversionen oder Nutzung verschiedener Browser nicht alle Tools für alle zur Verfügung stehen. Da haben Sie recht. Die Gefahr, dass ich Leute schon verliere in dem Moment, weil die denken, oder es vielleicht auch gar nicht aussprechen, sich nicht melden und dann denken, oh Gott, ich bin zu blöd, ich kapiere das nicht. So, das ist dann oft nur so ein innerer Monolog, der da abläuft. Genau, danke schön. Frau Ehrhoff. Ja, kenne deine Zielgruppe, würde ich einfach sagen. Also das, was zum Beispiel in der Kinder- und Jugendarbeit funktioniert, funktioniert ja nicht zwangsläufig, wenn ich halt lauter Pfarrer vor mir sitzen habe, die vielleicht Stöckchen im Popo haben. Ne? Da haben Sie recht, ja. Ich habe eine Kollegin, die ist Rechtsanwältin, die sagt, also ich brauche mir gar keine Interaktionen einfallen lassen, Anja, weil die wollen alle nur berieselt werden. Also wenn ich mit denen mit Interaktionen komme, dann bin ich raus. Bin ich bei Ihnen. Herr Seibel. Ja, wir arbeiten mit Lehrern und hat sich gut erwiesen, dass man die einfach für ein paar Minuten morgens in den Breakout-Room schickt und dann ein Thema gibt. Und dieses Miteinander ins Gespräch kommen, wenn sie nicht kennen, ist sehr, sehr, sehr wirkungsvoll. Und das Tolle ist, dass die Breakout-Räume auch immer wieder punktgenau zurückführen und alle wieder da sind. Das kann ich nur empfehlen. Ja, da haben Sie auch recht. Also, ganz klar, Aktivierung hat viele Vorteile, aber es hat eben auch Nachteile. Vielen Dank, dass Sie sich auch hier mit eingebracht haben, mit Ihrem Hintergrund einfach dazu. Ich habe Ihnen ein paar formuliert, die immer aus der Perspektive der Teilnehmenden auf der einen Seite sind und aus der Perspektive von uns Lehrenden. Sie müssen sie nicht mitschreiben, Sie kriegen sie im Handout. Ich lasse Sie das gerade mal lesen. Und schalte dann auch eins weiter, wo noch die Lehrenden mit drauf sind. Dann dürfen Sie das gerade auch noch lesen. Also ganz klar, der Nachteil ist, es dauert einfach länger. Sie hatten das am Anfang auch schon geschrieben, online dauert länger, es dauert länger. Ich muss die Leute erstmal in diese Kompetenz versetzen, dass sie diese Sachen auch nutzen können. Deshalb ist eben auch die Technik so wichtig. Wer hat welche Version, dass wir miteinander wirklich auch in der Form arbeiten können. Und wenn wir dann im Arbeiten drin sind, dann gucken wir so wie jetzt auf die Uhr und stellen fest, von unseren 30 Minuten sind schon 20 rum. Also dementsprechend, es geht ruckzuck voran. Und wir müssen gucken, dass wir vielleicht unseren Faden nicht verlieren, dass wir nicht abdriften. Gruppendynamiken, die schwieriger steuerbar sind. Also es sind so Rahmenbedingungen, an die wir einfach denken müssen. Also Nachteile für die Teilnehmenden in Anführungszeichen, weil sie sind dann auf einmal mitverantwortlich. Bei den Erwachsenen ist es ein bisschen einfacher. Ich sage ein bisschen, kommt auf die Zielgruppe auch wieder drauf an. Die Jugendlichen und Studenten, die ich zum Teil habe, ist es wirklich so, dass sie zum Teil echt so, erzählen Sie mir bitte nur das, was wichtig ist. So, jetzt habe ich erstens eine Wortmeldung und dann gucke ich noch in den Textchat. Frau Roth. Möchten Sie ans Mikro gehen? Genau. Was sagen dazu? Also ich bin in Erwachsenenbildung mit Flüchtlingen tätig, war früher Schulaufsichtsbeamtin, habe gelernt, dass Unterricht, egal in welcher Form, online oder auch in Präsenz, immer nur Sinn macht,
wenn die Teilnehmerorientierung da ist. Und wenn ich Teilnehmer aktiviere, orientiere ich mich ja gleichzeitig auch an ihren Bedürfnissen. Und ich denke, das ist eine Grundvoraussetzung, nicht nur für Motivation, sondern auch für eine erfolgreiche Arbeit. Wenn ich einfach dann einen Input gebe und doziere, das ist bequem für Teilnehmer manchmal, das hört sich gut an, weil es ihnen vielleicht auch noch vertraut ist aus ihrer eigenen Schul- und Studienzeit. Aber am Ende des Tages ist die Effektivität nicht da. Ohne die Orientierung an den Bedürfnissen, würde ich sagen, haben wir keinen Erfolg. Werden wir den Kontakt verlieren und dann ist es halt wirklich einfach schade, ja, definitiv. Genau. Also ich glaube, das ist das, wo auch die, jetzt muss ich kurz gucken, wie der Name ganz heißt. Rotjungkammann. Ah ja, okay. Ist egal, rot reicht auch. Okay, ja, weil ich im Textchat auch eine andere Meinung noch gelesen habe gerade, das sehe ich nicht so, Aktivierung muss nicht immer themengebunden sein. Ah, doch, wir sind uns einig, muss nicht immer themengebunden sein, ganz genau. Also damit wir die Leute erreichen, also es muss wirklich... das, was im Präsenz, was die Birgit Aschemann vorher mit uns gemacht hat, so, sie hat uns so verteilt und es passiert, hat uns gesagt, es ist so ähnlich wie in der Präsenz, trinken Sie einen Kaffee miteinander, da passiert es von alleine. Man steht nebeneinander und guckt, ob man sich riechen kann oder so, lächelt sich an, kommt ins Gespräch und das passiert eben online nicht von allein. Also dementsprechend, Aktivierung muss nicht immer themengebunden sein, da bin ich absolut bei Ihnen. Es muss so ein bisschen ein Ziel verfolgen diesbezüglich. Also wo will ich hin? Was ist mein, vielleicht ist es auch eine Überleitung oder sowas. So, wir wurden einmal bei einer Online-Veranstaltung aufgefordert, vor dem PC aufzustehen, wenn eine Tatsache für uns zutrifft oder nicht. Ja, das funktioniert natürlich, wenn alle die Kameras anhaben, aber manchmal ist es ja auch so, dass die Kameras nicht alle funktionieren oder nicht funktionieren wollen, wie auch immer. Also es geht einfach darum, was will ich erreichen mit der jeweiligen Art und Weise der Aktivierung? Und da möchte ich mit Ihnen einfach nochmal so einen Blick drauf schmeißen, was es so alles gibt in den virtuellen Räumen. Weil ich denke, vieles davon nutzen wir automatisch, aber an vieles denken wir eben auch immer wieder mal nicht. Also denken Sie dran, Sie haben nicht nur den Textchat und das Mikrofon, sondern Sie können auch über diese Feedback-Buttons hier in Zoom und das gibt es auch in anderen virtuellen Räumen, über die Feedback-Buttons und die Teil in Verbindung mit der Teilnehmerliste eben dann arbeiten. Sie können Umfragen, Abstimmungen machen. Es gibt virtuelle Räume, da können Sie geteilte Notizen zum Beispiel miteinander nutzen. Die Gruppenarbeiten sind ja auch so Punkte, dass Sie Videos zeigen können und in den Austausch gehen können. Also werden Sie sich darüber bewusst, welche Möglichkeiten Ihr virtueller Raum anbietet. Also wirklich da nochmal reinzugehen und zu überlegen, was kann ich tun, was gibt es für Möglichkeiten hier drin. Die Feedback-Buttons sind die Reaktionen, die Sie ja im virtuellen Raum haben. Frau Schneider, wo Sie ja draufklicken können, die wir vorher ausprobiert haben, mit den Smileys oder Daumen rauf, Daumen runter. Genau. Ich dachte, das heißt Emojis. Ja, also bei vielen anderen virtuellen Räumen heißt es Reaktionen oder Feedback-Buttons. Also das ist auch wieder, ich bin in so vielen verschiedenen virtuellen Räumen unterwegs, deshalb nutze ich meistens Feedbacks das sind nicht unbedingt immer Smileys. Also denken Sie einfach wirklich dran, vielleicht eben externe Tools einzubinden, wo es notwendig ist, wo Ihnen der virtuelle Raum Sachen nicht anbieten kann. Also ich weiß, gerade im Lehrenden-Kontext ist so ein Thema, dass ich einen Zufallsgenerator brauche, wo oft externe Sachen genutzt werden. Und in BigBlueButton habe ich mich gerade damit auseinandergesetzt, die haben jetzt einen Zufallsgenerator in den Raum rein integriert. Also schauen Sie sich wirklich in Ihrem Raum um, was es allein für Möglichkeiten gibt, um aktiv und interaktiv zu sein. So, jetzt habe ich Ihnen noch eins mitgebracht. Sie sollten sich wirklich darüber klar sein, was Sie wann wie erreichen wollen. Also, welches Tool in Ihrem virtuellen Raum nutzen Sie, um welches Ziel zu erreichen, habe ich vorher schon gesagt. Da kommt es natürlich auf die Gruppengröße drauf an. Bei einer kleinen Gruppengröße kann ich ganz klar das Mikrofon benutzen. Das ist ja eine doofe Farbe.
nehme ich die hier, kann ich ganz klar das Mikrofon benutzen. Aber wenn ich jetzt 100 Leute habe, so wie heute, dann kann ich nicht alle ans Mikrofon lassen. Also die Frage ist, wenn ich das Näheempfinden erreichen möchte, was würden Sie denn sagen? Textchat, Whiteboard, Abstimmung. Jetzt muss das hier oben wieder aufmachen. Ich lasse das wieder zu. Stempeln Sie doch mal. Wenn es um das Näheempfinden geht, nehmen wir den Textchat, das Whiteboard, die Abstimmung. Was nehmen wir? Also Sie können entweder malen oder stempeln, je nachdem, wie Sie möchten. Und ganz klar, es gibt kein richtig oder falsch. Also das Näheempfinden hat ja was damit zu tun, wie kann ich den anderen als mehr wahrnehmen, als nur als einen Namen auf der Teilnehmerliste. Insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel gerade eben nicht die Leute ans Mikrofon lassen kann. Also dementsprechend überlegen Sie sich, was Ihr Ziel ist. Es spricht ganz viel dafür, dass ich zum Beispiel sage, welche Farbe passt zu Ihnen und warum schreiben Sie es in den Textchat. Ich könnte so wie jetzt das Whiteboard aufmachen. Bei der Abstimmung kriege ich nicht ganz so viel mit, weil die meisten Abstimmungen sind ja anonym, wobei es auch virtuelle Räume gibt, da kann ich sie personalisiert machen. Also auch da muss ich wieder abwägen, in welchem Raum bewege ich mich denn. Oder ich könnte eben auch die Teilnehmerliste und die Feedback-Buttons nutzen. Also dementsprechend wieder, es gibt kein richtig oder falsch. Jetzt haben ein paar schon die nächsten Sachen angekreuzt. Also mal angenommen, es geht um den zeitlichen Aufwand. Warten Sie mal, ich lösche mal kurz alles. Moment. So, mal angenommen, es geht um den zeitlichen Aufwand. Und der soll so gering wie möglich sein und ich habe eine große Gruppe. Was würden Sie denn dann nutzen? Genau. Also sich darüber bewusst zu sein, wirklich, welche Möglichkeiten habe ich in dem virtuellen Raum? Welche Antworten brauche ich? Muss ich die Antworten vielleicht auch sichern können? Ja, brauche ich die Arbeitsergebnisse gegebenenfalls? Also sich darüber bewusst zu sein, was liefern uns allein schon diese virtuellen Räume an Möglichkeiten? Ja, ich habe ein bisschen einen Blick auf die Uhr und wir sind schon fast durch. Ich sage an der Stelle jetzt schon mal vielen Dank und lösche mal kurz die Zeichnungen und deaktiviere auch mal für Sie die Annotation. Ja, und ich sage vielen Dank für dieses pünktliche Einhalten des Zeitrahmens. Es tut ja direkt weh, als Moderatorin da so genau auf die Zeit schauen zu müssen, weil wir könnten Ihnen noch länger folgen mit Ihren Überlegungen und selber mitdenken, dir, Anja, dir noch länger folgen und mit dir da mitdenken und uns da vertiefen. Ja, aber wir werden einfach schauen, dass wir möglichst viel von dem, was wir da jetzt mitgekriegt haben, auch in der in der Aufzeichnung teilen, also bei unserem Artikel, bei unserem Aufnahme und so weiter. Und wir haben da jetzt auch fleißig gescreenshottet, was das Whiteboard betrifft im Hintergrund. Vielen Dank dafür. Also der Raum bietet viele Möglichkeiten, zeigst du uns und sagst du uns. Der Online-Raum, in dem wir arbeiten, jetzt kennen wir die im Grunde, wir denken oft nicht dran, ja. Aber das geht oft wirklich bei der Aktivierung und genauso bei der anschaulichen Darstellung, was ja unser nächstes Thema ist, oft geht es einfach darum zu denken dran, was wir sowieso haben. Ja. Man kann vieles mit dem Raum machen. Ich glaube, man kann aber einiges mit ganz einfachen anderen Methoden machen, vielleicht sogar mit Händen und Füßen, Michael, kann man manchmal einiges machen. Also so habe ich die Zusammenarbeit mit dir auch erlebt. Und wir wechseln jetzt sozusagen den Scheinwerfer in Richtung weg vom Raum, mit dem wir arbeiten und in dem wir arbeiten, sondern schauen jetzt in der nächsten halben Stunde auf
die Möglichkeiten, die sich uns sonst bieten, um was anschaulich zu machen, was ja dann am meisten aktivierend wirkt auf die Teilnehmenden. Und ja, ich übergebe einfach an dich, Michael, und bitte dich eine halbe Stunde lang uns einfach zu zeigen, was du dazu mitgebracht hast. Vielen lieben Dank. Okay, also dann wunderbar, danke fürs Übergeben. Ich komme ja wirklich so komplett aus der Praxis, aus dem Bereich Trainer, und so habe ich die Birgit auch kennengelernt mit gemeinsam trainieren, und dadurch ist es irgendwie entstanden zu sagen, Mensch, zeig doch mal bitte, was du so machst. Und genau das habe ich jetzt mitgebracht. Also ich gebe Ihnen jetzt einfach einen kleinen Einblick in meine Arbeitspraxis, und das Thema möchte ich eigentlich nur mal kurz darstellen, und zwar, wenn Sie mir einfach mal folgen mit dem Blick auf meine zweite Kamera. Jetzt müsste es, glaube ich, für alle gut sichtbar sein. Das ist ein Bild von mir noch vor Corona mit mehr pH-Pracht. Man sieht, die Zeit vergeht. Ein paar Kilo waren es auch ein paar weniger. Also die Corona-Zeit ist nicht spurlos an mir vorbeigegangen. Aber es war noch komplett im Präsenzraum. Und das war jetzt ein schönes Beispiel einfach für, Mensch, ich nehme einfach die Wand her, mache da die Agenda drauf, kann da was Handgezeichnetes dranhängen, und es passt einfach. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber bei mir war es dann schon so, als wir ins Digitale wechselten, dann ist dann Folgendes mit mir passiert. Talking Heads, PowerPoint-Vortrag, PowerPoint, Talking Head. So, als Teilnehmerin, als Teilnehmer, genauso wie auch als Trainer vor der Kamera, ich bin so ein bisschen verschüttet gegangen unter diesen ganzen vielen Sachen, die da irgendwie auf mich eingestürmt sind, eigentlich doch immer das Gleiche. Also entweder man hat jemanden im Kamerabild oder man hat irgendwie eine PowerPoint. Jetzt, aber nichts gegen PowerPoint. PowerPoint ist ein wunderbares Medium. Wir haben es ja gerade gesehen, wie wunderbar man das nutzen kann. Aber ich glaube, es geht ein bisschen darum, ein bisschen Abwechslung reinzubringen und sich ein bisschen freizuschaufeln. Also haben wir gedacht, so mit der Zeit haben wir mir so langsam rangetastet und habe mir so ein bisschen freigeschaufelt. Also man braucht ja schon ein bisschen Kraft dafür. Und, aber hier, dann kann man sich da ein bisschen freischaufeln. Und wenn man die richtigen Werkzeuge hat und einfach mal schauen, Mensch, wie kann ich eigentlich im digitalen Raum anschaulich werden, anschaulich arbeiten? Und das ist so das, wo ich jetzt einfach Sie gern mitnehmen möchte. Einfach mal ein paar Beispiele aus der Praxis, wie es ich ganz gern mache. Okay, dann wechsle ich einfach mal rüber zu mir. So, jetzt müsste eigentlich eine große Umbaupause kommen. aber Birgit, du hast das schon angekündigt. Vielleicht, jetzt weiß ich gar nicht, kannst du mir nur ins Spotlight setzen. Wunderbar, bin ich schon, danke. Wir brauchen ein großes Bild. Also mir geht es darum, die Sache anschaulich zu machen, aber auch einfach zu halten. Also wir, in der Vorbesprechung haben wir gesagt, wir machen was mit einem digitalen Whiteboard und dann zeigen wir nur das hier und dann stellen wir die Kamera auf den Kopf und laufen einmal durch den Raum. Dann gesagt, nee, stopp, Birgit, danke fürs Ausbremsen. Mach die einfachen Sachen, die wirklich jede bei sich umsetzen kann, und genau das habe ich eigentlich mitgebracht. Eins meiner absoluten Lieblingsausrüstungsgegenstände sind inzwischen DIN A4 Blätter. Dicke DIN A4 Blätter, so ein bisschen dicker, nicht so ein normaler Ausdruck, das sind so diese lapprigen, dünnen Papierchen. Ist nicht so optimal. Was ich ganz gern habe, ist wirklich so DIN A4 Kartons, und mit denen kann man ganz gut arbeiten. Ein Beispiel, ich habe eine Situation, ich möchte Feedback einholen, ich möchte Feedback für die Teilnehmer einholen. Im Trainer-Kontext ist ja Feedback immer ein ganz großes Thema. Da gibt es dann oft ein Engelchen und ein Teufelchen. Also praktisch einmal so wirklich schauen, was ist alles gut gelaufen, einmal schauen, was ist überhaupt nicht gut gelaufen oder was kann man vielleicht verbessern. Und solche Sachen mache ich inzwischen ganz, ganz gern. Einerseits, weil es sehr persönlich ist, möchte ich eigentlich keine PowerPoint dazwischen schalten. Ich möchte eigentlich gern die Leute nah da haben. Also das heißt, ich habe so Gruppen zwischen 10 und, würde man sagen, maximal 30 Teilnehmer. Die meisten haben auch die Kamera an. Wenn nicht, ist es nicht so dramatisch. Und sage einfach, okay, jetzt haben wir gerade Person XY gehört. Jetzt spielen wir mal Engelchen, weil bei großen Gruppen kurze Nachrichten in den Chat, oder bei kleineren Gruppen, macht doch bitte Ihr Mikrofon an. Was hat Ihnen denn gefallen an diesem Vortrag? Was hat Ihnen gefallen an diesem Art der Darstellung? Und es ist echt erstaunlich. Also mit dieser kleinen Karte hier schaffe ich es, dass alle auf den Punkt kommen, alle auf eine Fragestellung konzentrieren. Und ich muss nicht mal sogar die Frage aufschreiben, sondern es reicht einfach nur dieses kleine Engelchen und dann geht es rundherum. Also das schafft für mich jetzt ein ganz einfacher, schneller Fokuspunkt,
den ich nicht mehr missen möchte. Und da habe ich die Kraft, einerseits kann ich darauf reagieren, ich kann mit den Leuten in Kontakt bleiben, ich verschwinde nicht hinter irgendeiner PowerPoint-Folie und andererseits kann ich auch schnell wechseln und kann diese Bilder auch immer wieder herholen. Also während ich spreche oder später mal, gibt es nochmal Feedback und sage, Mensch, stopp, jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die positiven Sachen. Also ganz einfache, schnelle, kleine Sachen. Und für alle, die jetzt sagen, naja, DIN A4, Karton, Zeichnen und so weiter, Achtung. Für alle, die gerade innerlich dieses Schild hochhalten. Man muss kein großer Künstler, kein großer Künstler sein. Es geht mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Manchmal ist es sogar ganz gut, wenn man nicht zeichnen kann. Jetzt würde ich Sie mal bitten, ich würde sagen, probieren wir es mal über den Chat und gleichzeitig über Ton. Ich habe ein Bild gemalt und Sie können mal raten, was es ist. Störungen sind wie? Also Sie sehen schon, gut zeichnen ist manchmal ein Nachteil. Wenn es jeder sofort erkennt, dann bringt das nichts. Ein Rauchmelder, wunderbar. Olaf Kühn schreibt, ich nehme gerne Moderations- und dann Feuermelder, Rauchmelder. Ein Staubsaugerroboter, ja genau, das könnte es auch sein. Aber tatsächlich, genau, wunderbar. UFO, was haben wir noch? Eine qualmende Alexa, die wird dann so ausschauen, stimmt, könnte auch sein. Aber tatsächlich, in dem Fall wäre es, Störungen sind Rauchmelder. Und das wäre auch wieder so ein Start in die Diskussion, und sagt, okay, schaut doch mal bitte drauf, was sehen Sie denn auf dem Bild? Und dann kann man darüber sprechen, was könnte gemeint sein mit Störungen sind Rauchmelder? Und dann geht man ins Thema rein. Also ich nutze das ganz gerne als Fokussierung, als Fokuspunkt, der so ein bisschen handgemacht ist, der so ein bisschen Raum lässt für die Fantasie. Und ich habe gleich wieder eine wunderbare, einfache Aktivierung und freue mich dann über wunderbare, andere fantasievolle Ideen wie der Diamantring und Quiche und was sonst alles kommt. Ich glaube, was ich damit versuche, ist eigentlich ein bisschen mehr Grip reinzukriegen, ein bisschen was Greifbares zu schaffen und sagen, okay, ich möchte nicht nur glatte Oberfläche, dann wieder ein Kopf, der spricht, sondern ich möchte irgendwie so ein bisschen dieses Trainingsgefühl im Raum auch ins Online-Raum reinholen. Viele arbeiten dann an der Flipchart, an der Wand hinter ihnen. Ich habe für mich so eigentlich herausgefunden, mir liegt eigentlich das A4-Format am besten, weil ich damit schnell rein, raus kann, kann auch schnell was dazu ergänzen und habe nie das Problem, dass ich irgendwie weggehe. Das haben Sie vielleicht, wenn Sie kein Headset haben oder ein Headset mit Kabel gebunden, dann gehen Sie nach hinten, erklären was an der Flipchart und es ist schon wieder leise, das Licht wird dunkel und so weiter. Also ganz einfach, ganz schnell, funktioniert bei 2 Teilnehmerinnen und bei 100 Teilnehmerinnen. Ja, wie gesagt, ich bringe so ein bisschen was mit. Da mache ich auch so ganz schnelle Sachen. Bei so Quiz und Umfragen gibt es dann einfach ein analoges 1000-Punkte-System wird vergeben. Also ganz einfache, schnelle Sachen. Der klassische Lerntrichter, wenn ich nicht selber gerade dabei habe und der in meiner Küche im Einsatz ist, dann zeichne ich einfach kurz auf und habe wieder ein Symbol drin und fertig. Auch Pausen werden inzwischen bei mir eigentlich so angekündigt. Ich mache die Kamera auf Tischkamera und sage, okay, Pause und weiter geht's um, weiß ich nicht, 13 Uhr. Also mit ganz, ganz einfachen Mitteln einfach ein bisschen was Echtes, was nicht Digitales reinbringen. So, wir sind eh schon digital, wir durch das Kästchen, wo wir uns anschauen, und warum nicht dann einfach wieder so ein bisschen was Handgemachtes, was Gemaltes reinbringen. Und eigentlich steht einmal eine Sache dahinter. Also wenn ich so überlege, wo könnte ich sowas reinbringen, dann gibt es so diese Abkürzung, die haben wir bei Wuppwil und Partner, A.A.Ü. Groß- und Kleinschreiben können Sie jetzt mal missachten, aber vielleicht probieren wir es nochmal in den Chat. Was könnte das heißen, diese Abkürzung, A.A.Ü. Sie waren gerade schon so kreativ, jetzt bin ich gespannt. Alle, genau, wunderbar. Alle anderen überlegen, alles auf Übung, am Anfang üben, am Anfang übermüdet. Alles außer Übung. Aha, aha, aha. Alle anderen übernachten. Es gibt schon ein paar Wörter, die könnte man neu zusammenbauen, aber ich sage es Ihnen mal, was für mich dahinter steckt. Bei mir steht dahinter anders als üblich. Und dieses anders als üblich, das kann eigentlich immer ein guter Gradmesser sein, ein guter Check für Ihren Vortrag, für Ihr Training. Wann wäre es denn mal Zeit, was anders als üblich zu machen? Ich habe es gerade im Chat gelesen, ein bisschen weiter, Frau Ehrhoff-Behring, Sie haben geschrieben, es kommt so ein bisschen auf die
aufs Klientel an. Muss ich mal schauen. Ich glaube, das war sogar, ja genau, gerade eben erst, ob ich sowas machen kann. Natürlich muss ich meine Karten so ein bisschen aufs Klientel vielleicht anpassen. Aber vielleicht sind die Leute auch mal ganz froh, auch in einer Führungsebene oder auch in einer, vielleicht in einem BioNTech, irgendein Bio-Unternehmen, das Ganze mal ein bisschen anders als üblich zu machen. Weil die Leute haben vielleicht andere Positionen, aber nicht unbedingt, das Gehirn funktioniert nicht so viel anders. Und das, was wir halt jetzt uns schaffen oder viele schaffen online, ist einfach dieses gleich, 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 gleich. Und alle, die mit Lernen zu tun haben, wissen, naja, im Einheitsbereich gleich, 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 da geht erstens die Energie runter und der Lerneffekt natürlich auch. Frau Erhoff-Behring, Sie haben gerade, ah ja, wunderbar, Sie haben sich gerade zu Wort gemeldet. Bitte schalten Sie doch einfach gleich live dazu. Ja, hallo. Ja, aber das habe ich jetzt, also das war eigentlich nicht mein Hauptanliegen, zu sagen, dass es halt auch auf die Zielgruppe ankommt, mit der ich arbeite, sondern es ging mir darum, dass es halt gut ist, natürlich ein gewisses Handwerkszeug zu lernen, aber es ist auch nicht jeder wirklich ein Sprecher vor der Kamera oder auch hinter der Kamera. Ne? Und, oh, okay, okay. Und deswegen, ich glaube halt einfach, es kann nun mal nicht jeder alles machen. Ne? Und es gehört viel Übung dazu und man kann viel erlernen, aber es gibt auch, und das muss man leider sagen, und das sind so Webinare, die mich dann zu Tode langweilen, wenn da jemand vor mir steht, der wirklich aktive Zuhörersterbehilfe leistet. Ja, ja. Aktives Vorlesen. Ah ja, jetzt habe ich es verstanden. Das ist natürlich, aber ich denke mal, natürlich ist nicht jede und jede geborene Sprecherin, Sprecher und auch nicht fürs Digitale 100% ausgerüstet, aber man... Was ich öfter erlebe, und ich bin ja in der Trainerausbildung, also ich kriege es ja praktisch wirklich so am ganz nah mit, viele sind gut, aber lassen sich von der Technik so wegdämpfen. Da habe ich nur eine PowerPoint und hier die nächste Folie und dann aus Verlegenheit liest man vielleicht sogar nur die Folien vor. Also wirklich so dieses aktive Sterbehilfe, wie man es genannt, oder aktives PowerPoint vorlesen. Und dem kann man damit, glaube ich, ein bisschen entgegenwirken, einfach zu schauen, ich muss mal raus aus der Nummer, ich muss mal was anderes machen. Genau, und die einfachste und schnellste Variante dazu ist zu sagen, okay, ich gehe rein, DIN A4-Karten, es gibt auch größere Formate, ja, nicht nur DIN A4 natürlich, also alles, was Sie haben und immer schon nutzen wollten, lässt Sie wunderbar in die Kamera halten und zum Diskutieren und zum Drüberschauen nehmen. Und wenn es nicht wir würden natürlich jetzt nicht mein ganzes Training nur auf diesen A4 oder A5 Karten oder A6 Karten aufbauen, A3, was auch immer, was ich für Format nehme, sondern das könnte einfach mal so ein Energiebringer sein, so ein bisschen was Ungewöhnliches, wo einfach das Hirn sagt, aha, jetzt passiert was, jetzt ist was anders als vorher. Und jetzt, da bin ich wieder dabei. Hier habe ich noch ein paar kleine Beispiele. Wunderschöne, also da kann man ja mit den Formaten spielen und vieles, was man eigentlich schon im Präsenztraining vielleicht mal hatte und jetzt so angestaubt im Regal liegt. Meine Idee ist einfach, meine Botschaft an Sie, haben Sie den Mut, holen Sie es raus und probieren es einfach, überlegen Sie einfach, wo könnte es bei mir reinpassen? Und wenn es nur ein kleines Element ist, das vielleicht ein bisschen anschaulicher und weniger gleich daherkommt. So, Sie sehen schon, das Einzige, was man wirklich braucht, ist ein großer Platz ringsrum. Sie müssen mal schauen, wie es bei mir ausschaut, wie in einem Gemischtwarenladen. Wenn es aber ums anschaulich werden geht, dann gibt es schon eine Hilfe, die sehr, sehr, für mich sehr entscheidend ist und sehr wichtig ist. Und da möchte ich jetzt einfach mal drauf wechseln. Und zwar meine Tischkamera. Ich halte es mal nochmal kurz in die... Ah ja, Sie wissen, wie eine Tischkamera ausschaut, welches Modell und so weiter. Das können wir ja dann einfach nur mit rausposten. Aber ich mache jetzt mal hier ein bisschen Platz. Ich habe Ihnen wieder ein kleines Beispiel mitgebracht. Und zwar auch wieder was aus der Trainerausbildung von meinem lieben Kollegen Hermann Will. Und da geht es darum, was gebe ich denn in die Gruppe rein und was soll denn rauskommen? Oft ist ja das große Thema bei uns in der Trainerausbildung, die Leute haben ihre Inhalte, sind Inhaltsexpertinnen, Experten, aber ja,
was von dem, was man jetzt reingibt, kommt eigentlich raus. Aber ich starte jetzt einfach mal wieder vom Frisch weg. Ich würde sagen, jetzt einfach mal das Mikrofon anschalten, alle, die mit Mikrofon mitraten wollen. Und schauen wir mal, wie chaotisch das wird. Ich mache jetzt ein kleines Montagsmal. Ich weiß, in Österreich heißt es ein bisschen anders, aber im Prinzip ist es so, ich zeichne was und Sie sagen mir, was ich zeichne. Praktisch, Sie sind live jetzt bei der Entstehung mit dabei. Und ich habe ja schon gesagt, man muss kein großer Zeichner sein. Bin ich auch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ein bisschen spannender. Mit Katze Maus. Genau. Ah, das haben wir jetzt gewartet. Okay. Wolke. Eine Wolke. Baum. Wolke. Klaus. Erdbeere. Schaf. Himbeere. Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Gesicht. Schaf. Schaf. Baum. Frisur. Gehirn. Ein Tisch. Nur die Hälfte. Schaf. Baum. Ein Schaf, jetzt kommen wir schon in die richtige Richtung. Der Wolf im Schafspelz. Ein Schaffell vom Kamin. Ein Vogel. Welcher Vogel? Ein Huhn, ganz genau. Ein Schafvogel. Wir haben hier einen Huhn. Und wenn Sie in das, wenn Sie die einfachste Art, ein Huhn zu zeichnen, kennst du das doch gar nicht. Jedes Huhn schaut praktisch gleich aus. Es gibt immer eine Wolke, einen Schnabel, Füßchen, ein Kamm vielleicht doch und ein Auge dazu. Aber jetzt schauen wir mal kurz drauf. Also das, wenn Sie jetzt ein Training planen und überlegen, na, was packe ich denn rein, dann haben Sie hier ganz viel Put. Ganz viel. Da. Ganz viel Input, oder? jetzt ist aber sehr die Frage, da haben Sie Ihre Teilnehmerinnen, Sie haben viel Input, aber Sie wissen ja noch gar nicht, was die Teilnehmerinnen alles aufpicken von Ihren vielen, vielen Körnerchen. Entscheidend ist es doch eigentlich, ja, was ist das Entscheidende beim Training? Der Input oder was? Ja, was rauskommt. Der Output, genau, was rauskommt. So, und schauen Sie mal her. Ja, viele Eier. Eigentlich wollen wir doch... Ganz genau, dass das hier rauskommt, oder? So. Und ja, vielleicht, ja, natürlich, nicht nur eins, vielleicht sogar noch mehr. Hier, Bio-Eier aus der eigenen Züchtung. So. Wir wollen doch eigentlich, das ist doch das Entscheidende. Und das wäre so ein Einstiegsbild in unserer Trainerausbildung, wo es darum geht, okay, jetzt muss ich eigentlich vom Ergebnis her denken, vom Ziel her denken, was soll eigentlich rauskommen? Und viele Trainerinnen und Trainer, auch werdende Trainerinnen und Trainer denken eben vom Input her, da habe ich noch was und hier hätte ich noch, oh, und ich weiß noch so viel mehr und da habe ich wirklich noch, ah, das muss man auch noch wissen. Und die Frage ist ja, wie viel kann so ein Hühnchen überhaupt verdauen? Also im positiven Sinne, was möchte ein Hühnchen überhaupt aufnehmen? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer Hühnchen sind, aber Sie wissen, was gemeint ist, glaube ich. Und sowas, was Sie jetzt sehen, ist für mich ein wunderbar einfache Variante von anschaulich werden, mal eine Überraschung reinbringen, was Ungewöhnliches mit reinbringen. Und Sie haben es gerade, ich habe es so erlebt jetzt im Austausch, wir sind jetzt über 100 Leute hier im Raum, 120 sehe ich auf der Liste. Und es ist trotzdem einfach ein schöner Austausch und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie eine Verbindung zu Ihnen und kriege gleich mit, Hund, Katze, Maus und so weiter. Also kleine Aktivierung, live mitzeichnen, Sachen visualisieren und das bringt einfach die Leute zusammen auf einen Punkt. Und jetzt habe ich ein Bild geschaffen, das Sie hoffentlich nie wieder vergessen werden, aber zumindest ich für den weiteren Tag immer wieder nehmen kann und immer wieder brauchen kann und sagen kann, was kommt denn raus, was ist denn jetzt an der Stelle euer Input, euer Output, Entschuldigung. Also das könnte man jetzt auch wieder machen. Und jetzt möchte ich aber gar nicht Output schauen, weil da sind wir gerade ja mitten dabei. Ich würde jetzt einfach gerne mal eine Runde fragen. 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie haben doch sicher selbst einiges schon an, ja, an Anschaulichmachung, an Gegenständen, an Ideen gehabt. Schreiben Sie doch einfach mal so ein paar verrückte Ideen in den Chat, was Sie schon gemacht haben oder vielleicht auch vorhaben. Schauen wir mal, kurze Bedenkzeit. Ich packe die Eier wieder in Sicherheit. Schauen wir, was gibt es schon alles? Masken und Verkleidung. Ah, wunderbar. Theaterelemente. Meist mit Rätsel.
Ah ja, Hintergrundbild ist natürlich auch eine wunderbare Eigenschaft, Frau Herr oder Frau Traxler. Geschichte mit Stofftieren. Ah, Stofftiere, da muss ich gleich. Ah, Birgit, du hältst gleich was hoch. Da kam vorab die Frage nach, was gibt es denn da für eine Kamera und wie ist das übertragen worden? Ich lasse mal nur weiterlaufen, ich schaue dann gleich nochmal drauf, was Sie alles mit reingeschrieben haben. Birgit, magst du nochmal kurz hochhalten, deine Kamera? Also, genau, ich vermute, dass du es so gemacht hast, gell, und ich wollte einfach einmal auf diese Fragen, die zahlreichen Fragen nach der Technik ganz kurz eingehen. Sorry, dann gehe ich irgendwie schon wieder raus. Absolut super. Also genau sowas brauche ich dafür eigentlich. Eine Tischkamera, die gibt es von 60 € bis 200 € und mehr, aber da gibt es wirklich gar nicht so viel falsch zu machen. Selbst die günstigen sind ja ganz gut. Oder ich hole mir einen Halter für mein iPhone, für mein Smartphone überhaupt, wie es die Birgit jetzt hat, und kann damit eigentlich ganz gut fahren. Birgit, wie können wir die Links zu den Tools nur teilen? Wahrscheinlich einfach auf eurer Seite dann, oder? Du bist gerade noch stumm geschalten. Absolut, bitte einfach alle Links schicken und wir stellen es zum Artikel dazu, den wir ja posten. Ich habe ohnehin vorhin schon gebracht, wir stellen das gern auf den EBMOG Fokus zur Aufnahme dazu und auch sehr gern auf erwachsenenbildung.at/digiprof unter die Neuigkeiten. Mhm. Wunderbar, super, vielen Dank. So, dann schauen wir mal kurz. Also, ein Thema. Rätsel, Moderationskarten. Mit Klanginstrumente, Frau Erhoff-Behring, wir haben uns ja gerade schon gehört. Also mit Klanginstrumenten, Donner hervorragend und alles, um die Leute wach zu bekommen. Das kann man natürlich auch wunderbar machen, nicht nur anschaulich, sondern sozusagen auch hörbar mal einen Punkt zu setzen. Dieser Gong allein schon nach der Pause mal einen Gong zu geben oder mal die Leute quatschen zu lassen und sagen, oh, jetzt schlägt der Gong, jetzt müssen wir mal drauf schauen. Ich mache es tatsächlich manchmal so, dass ich die Kirchenglocken mit reinhole. Ich hab ja ein wunderbares, ich bin ja mitten in der Natur und die größte Gebäude ist kein Hochhaus, sondern ein Kirchturm. Das heißt, ich kann mal die Kirchenglocken mit reinspielen lassen. Oh, jetzt ist schon kurz, jetzt läuft schon 4 Uhr, jetzt müssen wir aber langsam zum Schluss kommen. Theater aus der Schuhschachtel. Frau Annabel Munding, das klingt jetzt einfach so spannend. Darf ich Sie mal kurz dazuschalten? Jetzt weiß ich nicht, ob Sie kamerafein sind und so weiter, aber das hätte mich einfach interessiert. Ich bin da, genau. Wir haben im Rahmen der Familienbildung eigentlich eine Fortbildung gemacht mit einer Dozentin, die uns das gezeigt hat. Und die hat einfach, wenn Mutter-Kind-Gruppen sich nicht treffen können, ein Format entwickelt. Sie hat eine Schuhschachtel mit kleinen Puppen und einem Tuch als See und Spielbäumen als Wald einfach eine Geschichte erzählt und einfach dieses Märchen erzählt und immer ausgepackt vor der Kamera, was sie denn gerade hatte. Und dann war diese Geschichte eben zu Ende, genau. Ich glaube, das ist jetzt wieder ein schönes Beispiel für einerseits, das passt für eine Zielgruppe ganz gut. Jetzt vielleicht mit dem Theater, mit diesen kleinen Puppen. Aber wenn ich jetzt weiter dahinter schaue, was Sie schon erzählt haben, war auch diese Geschichte, die dazu entsteht. Also Storytelling, was entwickeln, mit den Teilnehmerinnen und mit den Teilnehmern was zum Leben erwecken. Und das ist eigentlich das Spannende dabei. Und jetzt schauen wir nochmal ganz kurz rein. Kari Wüst, Sie sprechen aus der Seele. Sie schreibt, Spielzeugkiste der Kinder plündern. Also tatsächlich, die Spielzeugkiste ist eins der ergiebigsten Quellen für alles, was es so gibt. Hier haben wir noch einige Gegenstände, Autos. Ich habe hier wunderschöne Holzbausteine, die man nutzen kann, einfach um Sachen darzustellen, um mal eine Statistik anders darzustellen. Ganz einfache Holztropfen in verschiedenen Farben. Also ganz, ganz einfache Mittel, um einfach zu zeigen, okay, 5 von 10 haben noch nie in ihrem Leben Gegenstände im Online-Training benutzt, zum Beispiel. Also da gibt es wunderbar, eigentlich braucht man nur die Ideen dazu, um einfach mal zu schauen, was könnte bei mir reinpassen. Jetzt schauen wir, okay, also Sie schauen einfach in den Chat. Ah, wunderbar, Lebensmittel natürlich. Manchmal erlauben wir den Spaß und holen Äpfel mit rein und beißt dann auch kräftig ab, wenn es in die Pause geht. Oder vielleicht auch, weil man einen Wurm im Apfel hat. Dann schauen wir mal, was denn da sinnbildlich sein könnte oder wie man den wieder rausbekommen könnte oder was man mit dem Apfel noch tun kann, wenn schon ein Wurm drin ist. Also ganz viele Themen, in meinem Fall natürlich Train the Trainer, aber vielleicht haben Sie die eine oder der eine oder andere einfach die Idee zu sagen, okay, das nehmen wir mal rüber in mein Themengebiet.
Ich könnte jetzt gleich den ganzen Chat mit runterlesen, aber das mache ich jetzt nicht. Wir haben ja klare Zeitvergaben, aber das Schöne ist ja, Chat und Aufzeichnung wird gespeichert. Also da sind noch ganz schöne dabei. Das letzte wäre nochmal Klorollenfigürchen von Frau Marion Gerber. Vielleicht nur ein Satz dazu, weil es ja so aktuell war mit Corona und Klorollen. Ich denke, viele haben jetzt viele Klorollen daheim. Und Frau Marion Gerber, ich weiß nicht, ob Sie live dabei sein können. Haben Sie da schon was damit gemacht? Schauen wir. Ansonsten, wir haben ja dann gleich noch Möglichkeit zum Playmobil. Wunderbar. Dann nehmen wir erstmal das noch hier. Schauen Sie her. Playmobil Lego. Systemische Entwicklung. Verschiedene Beziehungsformate darstellen. Hier mit einer einfachen Lego-Kiste gibt es irgendwie im Legoland zu bestellen für, keine Ahnung, paar Euro, dann wird es schon kosten. Da haben Sie Figuren drin, da haben Sie Gegenstände drin und können ganz gut damit arbeiten. Ich habe hier meine Lieblinge mit dabei, ein paar sind mir gerade runtergefallen. Ah, da sind sie. Also auch mit sowas lässt sich das ganz wunderbar machen und die kann ich schön auflegen, kann Beziehungen zeigen, kann die neu arrangieren und kann wirklich mit den Händen arbeiten. Und das ist ja, glaube ich, was nicht nur mir Spaß macht, vielleicht auch Ihnen Spaß macht, aber was einfach den Leuten mal wieder so ein anderes Gefühl gibt von, ich bin da dabei, da entsteht was, da passiert was und es ist nicht schon fertig. Und dann wechseln Sie wieder über in die PowerPoint, in Ihren wunderbaren Vortrag oder was Sie sonst noch alles haben, in eine wunderbare Aktivierung. Und können Sie sicher sein, jetzt haben Sie wieder so einen Punkt gesetzt, um die Leute wieder so ein bisschen aus der Reserve zu locken und wieder was Neues zu machen. Überraschungsei auspacken. Also ich glaube, wenn Sie den Chat mitlesen und rauskopieren, dann haben Sie noch mindestens 5 neue gute Ideen mit dabei. Aber das ist ja das Schöne, einfach mal einen kleinen Anstoß geben und dann schauen, was rauskommt. Ich würde Ihnen zum Schluss gerne noch 3 wirklich für mich Botschaften mitgeben. Das eine ist, schalten Sie doch bitte Ihren AAÜ-Sensor an. Schauen Sie mal drauf bei Ihren Trainings, bei Ihren Vorträgen, Meetings, Workshops, wo könnte es denn mal gut sein, das Ganze anders als üblich zu machen? Das kann eine wunderbare Aktivierung sein. Anja, du hast uns einiges gezeigt. Das kann auch ganz was anderes sein. Aber vielleicht kann es auch mal sein, das Medium zu wechseln, mal rauszugehen und sagen, so und jetzt starten wir mal mit einem Bild und ich habe Ihnen alles, was heute wichtig ist, mitgebracht aus dem Kinderzimmer meiner Kinder. So, und dann hat man da wunderbare einen Hai, einen Löwen, einen Elefanten und so weiter. Also man kann da wunderbar auch Dynamiken darstellen und vielleicht gerade eben durch diese Einfachheit umso besser. Und dann hat die Leute gleich mal bei der Stange gesagt, oh, jetzt passiert was anderes, das ist jetzt kein 0815 Vortrag. Also AAÜ-Sensor anschalten, Nummer 1. Dann, seien Sie mutig, probieren Sie es einfach mal aus. Fangen Sie mal mit einer Kleinigkeit an. Wecken Sie den inneren Löwen, die innere Löwin in Ihnen und sagen, okay, eine kleine Sache probiere jetzt mal mit meiner Tischkamera. Jetzt habe ich mal ein paar handgeschriebene Sachen, die halte ich in die Kamera, schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Und die dritte Sache, und das ist jetzt wirklich schon einer dieser Techniktipps, wenn Sie ein Headset haben mit langen Kabel dran, die Erfahrung zeigt, das Kabel ist eigentlich nie lang genug. Jetzt muss ich mal schauen. Also schneiden Sie dieses Kabel ab, schauen Sie, dass Sie irgendwie kabelunabhängig werden, weil das ist natürlich wirklich ein Problem, wenn Sie da am Kabel dran hängen und Sie sehen schon, ich habe hier schon einen halben Sprint gelaufen, dass ich alle Gegenstände herhole und wieder wegtrage. Schauen Sie einfach, dass Sie sich ein bisschen entkoppelt von Ihrem Rechner, damit Sie einfach da sich schnell bewegen können und nicht einmal Sie abtauchen und dann gleich die ganze technische Peripherie mit runterreißen. Also AAÜ, mutig sein. Und wenn es geht, dann das Ganze ohne Kabel. Und dann, glaube ich, haben Sie auf jeden Fall wieder ein paar neue Impulse für die nächsten Trainings. 17.44 Uhr, ich würde weitergeben. Ah, wunderbar, es gibt schon Techniktipps, Rode Wireless, Micro to go, das schaut dann so aus. Meine Backup-Variante, das wäre jetzt so ein kleines Mikrofon, das man sich einfach anstecken kann. Ich würde sagen, die Technik da, Birgit, da überlegen wir uns noch was, wie wir das Ihnen zukommen lassen können. Das ist immer, für mich steht so ein bisschen hinten. Eileen Egeling, wunderbar. Ah, sie, genau, nur eine Reaktionskarte. Das ist natürlich auch wunderschön, wenn auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann was zum Reagieren haben. Aber wenn Sie das mitnehmen, dann bin ich glücklich für heute. Okay, vielen Dank. Danke, wunderbar. Danke dir vielmals, Michael. Super. Vielen lieben Dank.
auch für die Zeitdisziplin, aber vor allem natürlich für dieses Feuerwerk an Ideen, was man alles machen kann. Also wirklich auch so mit physischen Gegenständen. Jetzt hat uns ja schon die Anja so hingeführt, was man in Zoom und den Videokonferenzräumen alles AAÜ machen kann. Also anders als üblich hindenken. Und jetzt hast du da noch einmal so sehr eins draufgesetzt mit diesem, ja, ich kann es nicht nennen als Ideenfeuerwerk. Danke dafür. Jetzt haben wir ja eigentlich schon mit dir miterlebt, also das Thema war jetzt ja dieser zweiten Session anschaulich werden, gell? Und was wir aber auch bemerkt haben, dass eigentlich alle im Chat immer wieder geschrieben haben und schon sind wir ganz aktiviert, ja, es ist nicht nur anschaulich, es ist aktivierend, ja, ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, wenn etwas so anschaulich ist, wie du das jetzt gemacht hast, dann ist das aktivierend für uns, ja, wenn die Verbindung zum physischen Raum, zum Körperlichen, zu dem, was vor Ort ist, wenn das so stark ist, dann wirkt das aktivierend und man hat sich schon richtig gut vorstellen können, wie auch formellere Passagen oder Inputs, was Informelles kriegen, ja, wenn plötzlich ein Ei auf den Tisch liegt und so. Also das ist wirklich schon so ein Stück Richtung Informelles in Richtung Auflösen der starren Vortragssettings. Richtig super. Und ums richtig Informelle eigentlich geht es ja jetzt in Davids Input, der uns eben versprochen hat, weil er sich auch darauf jetzt spezialisiert hat in letzter Zeit, uns etwas über informelle Meetings und informelle Situationen in normalen Videokonferenzen zu zeigen. Und ich möchte jetzt einmal bitten, ihn anzupinnen, weil ich sehe ihn gerade auf der ersten Seite gar nicht. David, du hast ja, und bevor wir damit starten, möchte ich noch einleitend was sagen. Du hast ja uns heute angekündigt, du wirst uns als erstes was erzählen, dann was Kleines mit uns ausprobieren oder spielen, dann wirst du uns was zeigen und bis dahin steigt schon die Spannung, ja? Du wirst uns noch was zeigen und dann werden wir den formellen Teil dieses Meetings beenden. Wir werden also dann den Digitalk abschließen, als würde man richtig Schluss machen, aber dann geht es informell nochmal so richtig los, weil dann stellst du uns vier verschiedene Räume zur Verfügung, wo wir informell was ausprobieren können. Aber das machen wir eben wirklich informell nach dem formalen Abschluss dieser Veranstaltung. Das aber nur für Sie als Skizze, wie es weitergeht, ja? Damit sich niemand wundert, wenn der David zuerst einmal ein bisschen erzählt und zeigt, bevor es dann wieder richtig aktiv wird. David, bitte. Sehr gut, ja. Danke, danke Birgit. Danke Michael auch für das gute Stichwort anders als üblich. Finde ich sehr, sehr gut. Ich probiere das auch, aber naja, mal sehen. Informelle Kommunikation. Die Idee ist, was passiert außerhalb des eigentlichen Programms von Veranstaltungen? Also jetzt ist ja noch der formelle Teil, das steht alles auf dem Programm. Zuerst Anja, dann Michael, dann ich. Was passiert aber außerhalb, also hinterher der informelle Teil oder in den Pausen? Jetzt sieht man hier eigentlich in ganz gemütlicher und fast schon aufgelockerter informeller Stimmung eine Reihe von Zoom-Meeting-Teilnehmenden. Das ist ja irgendwie schon, sieht irgendwie schon ganz nett aus, aber was ja so oft abgeht und was so oft beklagt wird, ist, na okay, jetzt online ist schon okay, aber das nächste Mal müssen wir uns dann schon wieder auch es ist so schade, dass wir uns jetzt nicht in Wien oder in Berlin oder sonst wo sehen können, weil dann könnten wir, also ja, es wird immer so, ja, so, tut uns eigentlich leid, jetzt ist es online, aber das nächste Mal. Und ich denke mir, was da fehlt, ist ganz klar so eine Situation. Ja, das ist jetzt auch noch ein bisschen steif fast, aber ich hatte irgendwie kein besseres Bild gefunden, das so eine Pause symbolisiert. Das fehlt oft in Zoom-Meetings. Ich meine, wir hatten das jetzt hier zum Anfang mit dem Speed-Dating ein bisschen abgebildet und ich habe mich sehr gefreut, dass ich zufällig in so einer kleinen Gruppe dann Ingeborg wieder getroffen habe und wir ins Plaudern gekommen sind. Und
ja, was noch mal mehr fehlt in Online-Meetings ist das hier oder gar das. Das ist das, was einfach dann Spaß macht, was zu Vernetzung führt. Und wir haben es also wirklich einmal oder zweimal gemacht, dass wir den ersten 50 Angemeldeten oder waren es 100 ein Fläschchen Sekt zugeschickt haben. Und dann hat das super funktioniert. Ja, wir haben dann... Alle haben dann das Fläschchen Sekt geöffnet, haben angestoßen und hinterher hat man sich dann mit dem Sekt, so wie man es ja auch dann, es war eine digitale Vernissage, aber man kann das ja auch in andere Veranstaltungen einbauen. Also nach diesem Anstoßen haben wir uns dann in kleine Gruppen begeben, so wie jetzt zum Start und dann war das einfach sehr, sehr nett, dann miteinander zu plaudern. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man informelle Situationen auch ein bisschen provozieren, indem man irgendwelche entspannten Hintergründe jetzt nimmt, so wie dieses Paar, das da hinter mir plaudert. Ich bin mir nicht ganz sicher, das ist jetzt auch ein bisschen ein... Ja, ja, um was handelt es sich bei informeller Kommunikation? Das Spontane, das Ungeplante, zufällige Begegnungen in der Pause. Und ich glaube, alle wissen, das ist ganz ein wesentlicher Aspekt von Veranstaltungen. Denn warum besucht man Veranstaltungen? Ja, jetzt lassen wir mal das Online weg. Vielleicht geben Sie alle mal kurz in den Chat ein, warum, was gibt es für Gründe, Veranstaltungen zu besuchen? Vielleicht einfach mal ein ganz kurzes Stichwort in den Chat eingeben. Genau, und da kommt schon persönlicher Austausch, Vernetzung. Ja. Oft ist es ja so, dass man das, was man vielleicht lernen will, das könnte man irgendwie schneller in einem YouTube-Video oder in einem Text lesen. Aber ich glaube, dieser Punkt ist einfach super wichtig. Oft ist es einfach so, dass die Inhalte längst nicht so interessant sind wie die Pausen. Also ich muss zugeben, ich habe mich schon ertappt, dass ich zur Mittagspause von großen Veranstaltungen, also nicht nur wegen des Buffets, aber auch gekommen bin. Der Hauptaspekt war aber, da ist einfach dann Zeit, Leute zu treffen und ja, miteinander also ins Gespräch zu kommen. Wenn wir uns nochmal anschauen, dann ist klar, Bildung ist ein sozialer Prozess. Es geht um das Gemeinsame, es geht um den Austausch. Es geht um Vertrauen, wenn Austausch, und das kann eben passieren, und ganz klar, Vernetzung ist angesprochen worden. Wenn wir das Ganze ein bisschen theoretischer angehen wollen, dann gibt es eine Lerntheorie, die sich Konnektivismus nennt. Und das finde ich ein sehr schönes Zitat von George Siemens, einer der Miterfinder der MOOCs. Ja, Wissen bildet sich eben auch in Verbindung mit anderen. Und oft ist es wichtiger zu wissen, wen kann ich fragen, ja, und oder woher kann ich mein Wissen beziehen, als grundsätzlich mal zu wissen oder das Wissen schon zu haben. Formelle Struktur, so wie jetzt, einer spricht, viele hören zu und das Informelle, ja, irgendwie mehr das Anarchische oder vielleicht Demokratische, das Ungeplante. Jetzt ist es aber im Online-Raum nicht ganz so einfach, die informelle Kommunikation zu ermöglichen. Also was könnte man tun? Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt viele Methoden,
Ich glaube, einiges davon ist auch schon angesprochen worden. Ich glaube, dass informelle, oder ich bin mir sicher, dass informelle Kommunikation in Online-Räumen geplant werden muss. Also es ist zu wenig, jetzt einfach ein nettes Kuchenbuffet. Also das kann ich im Präsenzraum kann ich das machen. Da ist das Kuchenbuffet, da ist, sind die Getränke und die Pause und das genügt. Aber im Online-Raum kann ich das nicht machen. Das heißt, da muss man sich überlegen, was tut man, wie gestaltet man diese Zwischenräume, die Pausen. Das hier wäre eine Möglichkeit, um sowas zu starten. Alle holen mal ihre Tiere vielleicht oder man macht Musik oder man hat irgendwelche lustigen Fragen, mit denen man dann in Kleingruppen geht. Oder man spielt solche Spiele. Aber das ist okay. Ich bin irgendwie jetzt gerade ein Fan von Tools und das werden wir jetzt noch im Anschluss ausprobieren, wie WonderMe. Das kennen wahrscheinlich schon viele. Oder Spatial Chat funktioniert ein bisschen besser. Die Idee, wer es noch nicht kennt, die Idee bei diesen Tools ist, man kann sich hier ganz frei bewegen. Und sobald man sich anderen Personen, die da auch mit drinnen sind, annähert, sobald hat man die Möglichkeit, dann miteinander ins Gespräch zu kommen. Also das heißt, es wird dann Ton und Bild aktiviert, man spricht miteinander, man entfernt sich dann wieder, geht zur nächsten Gruppe dazu. Und es ist wirklich dieses freie Miteinander. Gabbertown wäre auch so ein Vertreter von diesem Genre. Also da ist wirklich jetzt viel entstanden in den letzten Monaten. Das sieht eher aus wie Computerspiel. Funktioniert auch gut. Ja, dann finde ich spannend die Dreidimensionalität. Ja, das ist dann zum Beispiel Mozilla Hubs. Oder Spatial. Vielleicht noch zum Abschluss und dann zeige ich auch kurz ein paar der Räume. Eine besondere Herausforderung ist das Ganze in hybriden Settings. Ja, da gibt's witzige Hardware. Ja, also hybride Setting bedeutet, ein Teil der Gruppe ist online, ein Teil der Gruppe ist in Präsenz. Und ja, wie schafft man dort jetzt irgendwie Begegnung? Und da gibt es halt dann ja zum Beispiel solche Roboter, mit denen man dann in der Präsenzgruppe rumfahren kann. Und ich glaube, womit man sich doch wird beschäftigen sollen, ist dann VR, weil Zoom wird auch mit, ja, gestern ausgefallen, Facebook Horizon. Ist ein sehr großes VR-System, wo man dann wirklich in der Dreidimensionalität, also schaut dann so ähnlich aus wie auf diesem Bild. In Kombination mit Zoom wird man dort in VR sich aufhalten können. Gut, ich mache vielleicht mal einen kurzen Punkt, ob es an der Stelle irgendwie Fragen gibt, die ich beantworten kann. Dann würde ich nochmal einen Blick werfen in die Socializing- oder Pausenraum-Systeme und dann ganz zum Abschluss im informellen Teil können wir uns dort treffen und ganz informell austauschen. Aber vielleicht jetzt wirklich an dieser Stelle Möglichkeit, Fragen zu stellen. Oder auch von deiner eigenen Erfahrung vielleicht zu berichten. Genau, Datenschutz ist natürlich ein herausforderndes Thema.
Ja, hybride Settings sind natürlich auch mit Audio schwierig, aber informelle Kommunikation in hybriden Settings ist nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, also wie schaffe ich eine gemeinsame Pause von Online- und Offline-Teilnehmern? Was können die gemeinsam in der Pause tun? Gut, dann gebe ich jetzt einfach mal einen Einblick in... Ich hätte doch eine Frage, ja, Herr Rüppler, Claudia Spari, zu den hybriden Settings. Die Frage ist für mich immer, müssen sich On- und Offline austauschen bei hybriden Settings? Muss nicht sein. Ist es manchmal nicht schlauer zu sagen, sind wir da nicht oft auch zu streng mit uns? Die Online sollen sich austauschen und die Offline, und das war es unter Anführungszeichen. Also wie sehen Sie das? Ja klar, also in hybriden Settings kann ich natürlich auch sagen, die Online-Leute sollen irgendwie in Special Chat, das wir gleich sehen werden, gehen. Und die Offline-Gruppe soll ihren Kaffee trinken gehen. Ja, und dann sind das getrennte Sphären. Aber wenn man die Gruppen zusammenbringen will, dann ist es sehr herausfordernd. Ja, ist das okay? Wir haben vor kurzem, vielleicht können wir ein bisschen aus der Westentasche plaudern, David, wir haben vor kurzem gemeinsam eine mehrtägige Hybridveranstaltung gehabt. Und da haben wir praktisch alle Varianten ausprobiert. Und da ist es also so... Die eine Gruppe miteinander, die andere Gruppe miteinander, die Gruppen gemischt am Abend beim Glaserl Wein, die Gruppen gemischt beim Spaziergang mit dem Smartphone draußen, Gruppen gemischt mit Spatial und auch sind auch zu dem Schluss gekommen, dass es manchmal in hybriden Settings ausreicht, wenn man einfach eine Online-Gruppe hat, die zuschaut, weil man, wenn man seine Zielgruppe gut kennt und das zum jeweiligen Thema passt, damit vielleicht zufrieden ist. Also was uns sehr gut gefallen hat, also wir haben ja dann auch eben das Informelle in dem hybriden Kontext ausprobiert, und das waren gemeinsame Spaziergänge, witzigerweise nicht in Zoom, also Spaziergänge mit Smartphone, interessanterweise nicht so sehr in Zoom, sondern das hat sehr viel Spaß gemacht in Spatial Chat. Also man kann Spatial Chat nutzen mit dem Smartphone und dann spazieren gehen und sich gegenseitig die Umgebung zeigen und plaudern. Jetzt vielleicht mal zuerst zu Spatial Chat. Das ist ja noch irgendwie ein Überbleibsel einer großen internationalen Veranstaltung. Da ging es um Wald. Wenn ich dann hier einsteige, dann kann ich also Kamera aktivieren und Ton aktivieren, und dann bin ich jetzt auch schon drinnen. Das war jetzt hier sogar ein bisschen mehr. Das war nämlich auch Poster-Presentation und Thementische. Also es war mehr als einfach nur, ja, also hier bin ich jetzt, hier sieht man mich. Ja, und ich kann jetzt eben meine Figur hier herumziehen. Und sobald ich mich eben anderen annähere, gibt es eben Gesprächsmöglichkeit und man sieht sich. Man kann die Ebenen wechseln, also hier ganz nett auch so Tische und eben auch noch mit rein die Posters, ja, also wo sich unterschiedliche Abteilungen dann vorgestellt haben. Also das ist jetzt irgendwie noch ein interessanter Zusatzeffekt, dass man irgendeine Art Projektmesse auch in dieser informellen eigentlich Umgebung machen kann mit unterschiedlichen Raumhintergründen, sehr schön gestaltbar eigentlich. Ja, Spatial Chat ist nicht ganz billig, weil auch die Frage kam nach den Lizenzmodellen, irgendwie 50 oder so sind in der Kostenlos-Version möglich, dann kostet das so 50 Euro im Monat. Das, ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, das ist ein bisschen kompliziert, weil es gibt dann so eine Minuten Guthaben. Da ist genau das mit Postern anregend als WonderMe. Ja, theoretisch könnte man auch in WonderMe Poster reintun. Also das hier ist WonderMe. Da kann ich ja auch den Hintergrund eigentlich frei gestalten. Aber eben vorher, ich glaube, man kann es auch, während das Tool schon läuft, auch noch Themeninseln oder so anlegen. Von der Idee ganz ähnlich, man hat aber immer nur eine Ebene. Also ich habe nicht wie bei Spatial Chat mehr Ebenen, sondern es bleibt bei einer Ebene. Der Vorteil von WonderMe ist, dass es noch kostenlos ist. Weiß man nicht, wie lange das so bleibt.
Ich finde, Special Chat funktioniert besser. Ja, das ist irgendwie schneller und schöner. Aber gut, man kann, das ist, manches ist einfach Geschmacksfrage. Das hier ist Gabbertown. Von der Idee wieder ganz, ganz, ganz ähnlich. Und vom Aufbau sieht es mehr so aus wie ein Computerspiel aus den 80er oder 90er Jahren. Und man hat dann so eine Spielfigur. Da in der Mitte ist meine Spielfigur, mit der man rumspazieren kann. Aber ich muss jetzt wieder ausschalten, weil das ja so ein Meeresrauschen im Hintergrund. Ja, Spatial I.O. ist wahrscheinlich das fortgeschrittenste Tool, weil das mit ganz vielen Geräten zugänglich ist. Also da kann man über Smartphone und über VR-Headset und mit Microsoft HoloLens und mit Oculus Quest und also es ist wirklich eine Vermischung aus VR und AR und also man sieht schon, es sieht völlig anders aus als Zoom, aber man kann da drinnen in dieser 3D-Umgebung ganz ähnliche Dinge tun wie in Zoom. Also hier habe ich mich eingeloggt und alle dürfen gleich auch mit dazukommen und mich besuchen. Das Witzige ist wirklich, das ist mein Avatar, den man hier sieht, und der ähnelt mir erstaunlich. Also den Unterkörper habe ich zum Glück schon, aber sonst ist er sehr ähnlich, wenn man ihn von vorne auch sieht. Das ist total faszinierend gemacht. Also man lässt ein Foto von sich machen und dann wird dieser Avatar erstellt. Ja, und man sieht schon, also dieser 3D-Raum hat schon irgendwie eine ganz gute Wirkung. Und man kann also wirklich dort super reingehen und miteinander jetzt sprechen und sich sehen und den Bildschirm teilen und alle möglichen. Ja, also hier drinnen auch, ich könnte hier das anschauen, PDF, ich kann da durchblättern auch. Steht nicht gut davor, aber da sieht man schon, ich blätter das da durch, ja. Oder ich kann einen Film starten, der da drinnen ist. Das ist in dem Fall ist eine Ausstellung. Also ich glaube, das sind wirklich faszinierende Möglichkeiten, digitale Räume ganz, ganz neu auch dann zu erschließen oder zu bespielen oder sich dort zu treffen oder eben dann auch nur Spaß zu haben. Genau, Tremba habe ich auch schon mal ausprobiert. Das ist eigentlich bei allen so, dass die Stimmen, also bei Spatial Chat ist es auch so, dass die Stimmen dann lauter werden, wenn man näher kommt oder leiser, wenn man wieder weggeht. Aber Tremba ist auch ein gutes Beispiel. Es gibt also wirklich noch viel, viel mehr, aber das sind jetzt mal so ein paar der Favoriten. Meine Favoriten. Hat noch irgendjemand eine gute Idee, ein gutes Beispiel? Also Tremba habe ich auch schon mal kurz probiert. Aber vielleicht gibt es noch irgendwie gute Empfehlungen. Weil wenn nicht, dann würde man nämlich einen sanften Übergang über einen schönen formalen Webinarabschluss zum informellen Ausprobieren in deinen vier Räumen schaffen. Wenn es jetzt nichts mehr gibt, was irgendwem aus dem Teilnehmerinnenkreis auf der Zunge brennt, und so schaut es nämlich aus. Aha, Topia.io. David, ja, für dich noch. Empfehlung habe ich noch nicht. Von Kirill Sattelberger. Kennst du noch nicht. Aber wirst du bestimmt bald kennen, wie ich dich erlebe. Also ganz lieben Dank für diesen Einblick. Wir haben es jetzt gesehen. Ich glaube, wir haben alle ein Guster gekriegt. Niemand will sich mehr mit anderen Dingen aufhalten. Ich nehme mal an, es geht allen so, dass alle jetzt schnell in diese Räume wollen und das ausprobieren. Daher mache ich jetzt einfach das, was notwendig ist, damit man Teilnahmebestätigung kriegen kann. Ich würde einfach unseren Support bitten, den Fragebogen zur Teilnahmebestätigung einzublenden, damit diejenigen, die eine brauchen, auch eine Teilnahmebestätigung für heute bekommen können.
Weil der Gag ist der, damit wir in die informellen Räume gehen, müssen wir dieses Meeting mit Audio und Kamera beenden, weil sie werden ihr Audio und ihre Kamera in den informellen Räumen brauchen, in den anderen Räumen. Ja? Wir können es nicht doppelt machen. Daher müssen wir dieses Meeting jetzt beenden. Es gibt im Chat schon den Link für die Teilnahmebestätigung. Alle, die eine brauchen, bitte diesen OGI-Link verwenden und der aha, das war jetzt der Link zum Feedbackbogen. Gell? Der OGI0M5Y ist der zum Feedbackbogen. Der andere ZQ16 ist der für die Teilnahmebestätigung. Danke dafür. Bitte sind Sie so lieb und kopieren Sie das noch raus und verwenden Sie es für sich, zumindest im Nachgang, dass wir auch noch ein Feedback kriegen zu der Veranstaltung und auf jeden Fall für sich, falls Sie eine Teilnahmebestätigung brauchen. Wie gesagt, für den EBMUG-Fokus ist es nicht notwendig. Und ansonsten möchte ich nur mehr dazu sagen, vielen lieben Dank. Wir haben weitere Webinare vorbereitet natürlich, zu denen wir Sie wieder herzlich einladen möchten. Ich teile mal nur ganz, ganz kurz hier noch die Übersicht, aber Sie können das alles auch auf unserer Website sehen. Okay, ist nicht so vorbereitet, wie ich jetzt gedacht habe. Es gibt eben noch, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, unsere DigiNews und für die Webinare, die in nächster Zeit auch noch interessant sein können, werden jetzt auch die Links im Chat noch eingeblendet. Aber danach bitte ich auch darum, dass wir im Chat jetzt auch die vier Links zu den vier Räumen einblenden, die du für uns vorbereitet hast, David. Und zwar sind es Räume in vier verschiedenen Tools. Und ich bitte, dass wir die mal einblenden können im Chat. Ja. Und wir werden es dann so machen, dass Sie alle bitte sich diese Links rauskopieren und irgendwo hinlegen, damit Sie die Chance haben, hintereinander mehrere Räume auszuprobieren, weil wir dieses Meeting dann in Kürze schließen werden. Das heißt, Sie müssen bitte sich diese vier Links rauskopieren. Das oberste ist ein Special Chat, das zweite ist Special I.O., das dritte ist GetterTown und das vierte ist ein Wanderlink. Und David, vielleicht magst du, während alle am Kopieren sind, noch was sagen zu den vier Räumen und wie das jetzt abläuft. Ja, also ich würde sagen, einfach ausprobieren. Es kann sein, dass man jetzt mit dem einen oder anderen mal ein Problem hat und nicht reinkommt. Also sinnvoll ist immer, das mit Google Chrome zu probieren, weil das ist irgendwie der Standard, auf den die meisten da irgendwie mit dem die meisten kompatibel sind. Und ja, ich denke, das ist ein guter Hinweis. Ich meine, das ist eine riesige Vielfalt, was es alles gibt. Ich glaube, da muss man einfach probieren, was behagt einem und was könnte für die Zielgruppe passen. Auch natürlich, also das Lizenzmodell sagt zu. Und dann kann man sich natürlich auch noch anschauen, wie ist es mit dem Datenschutz. Aber das Ausprobieren ist sicherlich das Entscheidende. Und bevor Sie es ausprobieren, bitte hier aus dem Meeting aussteigen, mit Ton und Bild sich verabschieden. Sonst geht es einfach los, dass wir in anderen Räumen mehrfach zu hören sind oder dass einfach Ton oder Bild mitwandern in die anderen Räume. Und ich glaube, einen ganz leichten Eindruck davon haben wir schon bekommen. Also in diesem Sinn, vielen herzlichen Dank. Und ich beende hiermit unseren offiziellen DigiTalk. Wir machen da hier einen Abschluss und wechseln rüber in die informellen Räume. Vielen lieben Dank.